Leute, was geht, euer Jan hier mit einem weiteren Video. Heute geht es um die FIFA 22 Meta-Taktik und das Ganze werdet ihr in diesem Video sehen. Die erste Formation, wo ich immer zocke, ist die FIFA 2, Leute. Die Formation liegt mir noch in FIFA 21 am besten. Ja, die Breite 50, 55, Tiefe, alles ausgeglichen bei mir, auch im Aufbauspiel, in der Chancenbearbeitung. Breite 50, ja, 7 Balken, 3, 3. Anweisungen ganz easy, eigentlich hinten bleiben und enge Deckung, das ist eine neue Einstellung. Also ich finde es immer gut, dass die Außenspieler dann ein bisschen weiter reinrücken, damit die Stürmer nicht geschickt werden vom Gegner. Das mache ich bei den rechten und linken Verteidiger. Auf dem Außendefensiv verstärken für Flanken in den Strafraum. Kann Tekrik mit abdecken und hinten bleiben, damit er natürlich hinten noch absichert die Viererkette. Bruno Fernandes Mitte abdecken, nicht hinten bleiben, damit er vorne nochmal im Offensivspiel genutzt werden kann. Das ist bei der Formation auch sehr wichtig. Mbappé hier defensiv verstärken für Flanken in den Strafraum und Ronaldo und beziehungsweise die zwei Stürmer, Kino ein defensiv verstärken. Das ist das erste, womit ich immer zocke. Das zweite, die 4-2-3-1, auch relativ basic. Die ausgeglichen im Defensivstil, Breite und Tiefe so um die 50. Aufbauspiel und Chancenbearbeitung 50. 50, alles klar, ausgeglichen. Die Breite 50 und Spieler im Strafraum 6 Balken, Ecken und Freistöße jeweils auf 2. Zu den Anweisungen, ja, Mondi und Dings Walker gebe ich hier kein Hintenbleiben, damit sie nochmal vorne ein bisschen mitmachen. Dafür kriegt Kanté hier ein Hintenbleiben und Mitte abdecken. Bruno Fernandes ebenfalls Mitte abdecken. Ja, bei den vier vorne gebe ich eigentlich gar nichts, bis auf Messi für Flanken in den Strafraum, denn die Finesse-Schüsse sind richtig OP, die sind wieder back von FIFA 19. Und wenn du so einen Spieler wie Messi hast oder einen Spieler hast, der gute Schlenzer machen kann, dann eignet sich das sehr gut. Vor allem bei dem einen, wenn du das bei beiden machst, geht es auch klar für Flanken in den Strafraum, aber dann musst du halt gucken, dass der Gegner das nicht spekuliert so und immer antizipieren kann. Ja, bei dem Stürmer habe ich eigentlich gar nichts. Die dritte Variante ist dann die 4-3-2-1. Die ist auch immer recht gut, vor allem auch in den Konters kann man die sehr gut einsetzen. Defensivziel ausgeglichen, Breite und Tiefe um die 50. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenbearbeitung, Breite 50, hier 7 Balken im Spiel am Strafraum. Hier kann man nochmal so machen, dass man vielleicht Lauf in die Spitze macht, weil du drei Stürmer hast. Manchmal machen sie gute Laufwege, aber ich habe mich noch bei ausgeglichen ein bisschen besser gefühlt, deswegen habe ich das so gelassen. Und die vierte Variante, die man eigentlich auch immer zocken kann, ist die enge Raute. Ja, die ist auch eigentlich wieder zurück, die kann man wieder auch gut spielen. Ich denke, in den nächsten Wochen werdet ihr sehr viel auch sehen zu enge Raute, deswegen kann man die auch dieses Jahr richtig gut zocken. Defensivstil ausgeglichen, Breite auf 50, 45 Tiefe. Aufbauspiel ausgeglichen, alles Breite 50, 6 Balken und 2 jeweils bei denen. Zu den Anweisungen, die Formation könnt ihr auch spielen, wenn ihr zum Beispiel im Rückstand sitzt und aufholen wollt oder unter anderem auch vom Anfang an. Also wenn ihr dann aufholen wollt, würde ich euch das empfehlen, dass ihr bei den Verteidiger rechts und links statt hinten bleiben dann so mit angreifen gibt. Aber da ich immer, wenn ich dann das spiele, so anfange, dann fange ich immer mit hinten bleiben an. Das ist dann immer ein bisschen sicherer. Falls ihr mal dann im Rückstand seid, könnt ihr das mit angreifen bei rechts und linken Verteidiger machen. Genau, Messi, also die in der Mitte kriegen immer so Mitte abdecken bei mir, weil ja, die sollen einfach die Stürme abdecken und die Mittelfeldspieler von denen kann der in dem Fall mit abdecken, hier mit abdecken, der linke ZM auch mit abdecken. Der kriegt bei mir an vorne bleiben, damit er nochmal die Stürme unterstützt bei dem Kombinationsspiel. Ja, Ronaldo und Neymar, in dem Fall die zwei Stürmer, kriegen bei mir gar nichts. Das waren meine Taktiken auf jeden Fall. Lasst ein Abo da, das ist kostenlos. Lasst uns wieder ins Algorithmus finden, Leute. Ich weiß, ich habe lange nichts mehr gemacht, aber jetzt will ich wieder richtig durchstarten. Ich freue mich auf neue Videos, beziehungsweise auch mit euch gemeinsam die neue Saison. Ja, von mir aus war es das dann. Bis dann. Peace out.